Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, seit letzter Woche toben Unwetter in ganz Deutschland. Überschwemmung in Ilmenau, eine Schlammflut in Braunsbach, 50 cm Hagel in Sachsen. Unser Mitgefühl gilt allen Opfern. Wie viel müssen Betroffene noch erleiden, bevor unsere Gesellschaft, bevor diese Regierungskoalition endlich entschlossen gegen den Klimawandel vorgeht? Fragen Sie sich selbst, sind Unwetter und Naturkatastrophen wie Fluten, Stürme und Dürren nicht häufiger und stärker geworden? Wir brauchen die Energiewende und Mut zur Umsetzung. Das Regierungsziel 45% erneuerbarer Stromanteil bis 2025 ist zu wenig. Ja, die Energiewende kostet Geld. Keine Energiewende ist um ein Vielfaches teurer. Ich habe vor dem Bundestag Fertigungslinien geplant. Das Falscheste ist, eine neue Fertigung mit 100% Leistung aufzubauen und die alte Fertigung mit voller Leistung weiterzubetreiben. Deutschland nutzt heute 35% erneuerbaren Strom. Aber die Bundesregierung will sich nicht von 100% konventioneller Erzeugung trennen. Das macht die Energiewende teuer. Das erfordert diesen überdimensionierten Netzausbau. Aber es geht ums Geld, wie immer. Bürgerinnen können vielleicht Solaranlagen finanzieren. Landwirte und Genossenschaften können Biogasanlagen und auch ein paar Windräder bauen. Und Stadtwerke schaffen vielleicht einen Windpark. Und damit haben diese Teilnehmer die Allmacht der Stromkonzerne gebrochen. Das unterstützt die Linke. Die Union dagegen blockiert diese Entwicklung und schanzt das Geschäft mit erneuerbarem Strom internationalen Fonds und Konzernen zu. Ausschreibungsmodelle benachteiligen Bürger und Energiegenossenschaften. Der Bruttodeckel bei Biomasse reduziert die Bioenergie in 20 Jahren auf ein Drittel des heutigen Standes. Ein geplanter Deckel für Windkraft an Land bremst deren Ausbau aus. Und Herr Gabriel, ich habe auch Informationen über das gestrige Gespräch. Die Ministerpräsidenten hatten zwei Möglichkeiten. Entweder ihre Weltformel, die den Ausbau an Land völlig ausgebremst hätte, oder diesem Ganzen, was Sie da vorgeschlagen haben, halbwegs zuzustimmen. Und das nenne ich Erpressung zum Nachteil der Energiewende. Das Einzige, was Sie noch richtig stark fördern, ist die Windkraft auf See. Die ist zwar teuer, aber das sind zentrale Großprojekte, bei denen Bürgerinnen und Bürger eben nicht mitbieten können. An Offshore-Windparks verdienen beispielsweise Goldman Sachs, RWE, Vattenfall, E.ON, der Staat Dänemark, Siemens. Die Union nimmt den Bürgern die Energiewende, und das zerstört die Akzeptanz, und das lehnt die Linke ab. Und jetzt komme ich zu Ihrem Gejammer über den fehlenden Netzausbau. Solarenergie braucht selten Übertragungsnetze. Da richten Sie einen Deckel ein wegen des fehlenden Netzausbaus. Windkraft in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen verhindern Sie durch Ausschreibungen. Dieser Strom würde den Netzausbaubedarf sogar senken. Geschätzte 700 oder wie Herr Fuchs sagte, 900 Millionen werden Offshore-Windparks für die Abschaltungszeiten dieses Jahr erhalten, weil die Netzkapazität bis Hamburg fehlt. Aber diesen Ausbau, den bremsen Sie nicht. Erklären Sie mir mal diese schwachsinnige Vorgehensweise. Und damit keine Irrtümer entstehen, die Linke ist gegen den massiven Ausbau der Übertragungsnetze und Gleichspannungsleitung. Fast 30 Milliarden Euro wird der Ausbau der Stromnetze nach derzeitigen Planung kosten. Bezahlt von Verbraucherinnen, Handwerkern und dem Mittelstand. Allein 1,1 Milliarden jährliche garantierte Rendite für Ihre Freunde von 50 Hertz, von TenneT, von ENBW Netz und Amperion. Schanzen Sie mit diesem Bauprogramm diesen Konzern zu, und das nennen wir eine Umverteilung des Geldes von Verbraucherinnen und Verbrauchern hin zu den Aktionären von diesen Gesellschaften. Und das lehnt die Linke ab. Es gibt heute 26 Gigawatt Übertragungskapazität zwischen Nord- und Süddeutschland. Das reicht aus, um die Windkraftüberschüsse auch im Jahr 2023 sicher nach Süden zu bringen, wenn man den Kohlestrom reduziert. Speicher entlasten die Stromnetze und ersetzen Reservekraftwerke für die Dunkelflaute. Deswegen ist die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen bereit, in Energiespeicher zu investieren für eine schnellere Energiewende. Biomasse ist die erneuerbare Energie, die unsere Energieversorgung in Zeiten fehlender Sonne und fehlenden Windes sichern kann. Der 100 Megawatt Bruttodeckel muss weg. Wir fordern einen jährlichen Nettozubau von mindestens 100 Megawatt.
Das brauchen übrigens auch die Landwirte, damit ihnen wenigstens diese Verdienstmöglichkeit erhalten bleibt. Nur mit Milch und Ackerbau müssten viele aufgeben. Liebe Landwirte, die CSU-Regierung in Bayern, die rot-rot-grüne Regierung in Thüringen haben gemeinsam den 100 Megawatt Nettozubau gefordert. Es ist die CDU im Bundestag, die diesen Vorschlag blockiert. Diese CDU-Abgeordneten nehmen unseren Bauern die Verdienstmöglichkeiten aus regionaler Stromerzeugung weg. Und um noch mal zu dem Preisargument zu kommen vom Herrn Fuchs. Im Jahr 2008 betrug der Börsenstrompreis zu zahlen von allen Stromhändlern, von allen Unternehmen 10 Cent je Kilowattstunde. Im Jahre 2016 ist er auf 2,5 Cent je Kilowattstunde gesunken. Das ist eine Reduzierung um 7,5%. Konzerne wie Audi, wie die Aluminiumhütten bezahlen zurzeit unter 3 Cent je Kilowattstunde für ihren Strom. Das nenne ich preiswert. Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Netzkunden, jeder Handwerker muss die EEG-Umlage bezahlen. Sie profitieren nicht von diesen Senkungen. Es ist eine Umverteilung von den Kleinen zu den Großen, die hier stattfindet. Und darüber sprechen Sie bei Ihren Kosten nie. Wenn wir den Klimawandel und verheerende zukünftige Folgen reduzieren wollen, dann müssen wir schnell und zügig auf 100% erneuerbare Energien kommen. Wir in der Bundesrepublik sollten für diese sozial-ökologische Wende kämpfen, im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger und damit die Anzahl von Unwettern nicht noch weiter zunimmt. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Johann Saat.